Heute, Rani wird bald Mutter. Die Geburt kann jederzeit losgehen. Und Sorge um Kopashi, der Tapir, hat eine dicke Backe. Bei den Amur-Tigern tut sich irgendwas. Schwere Baumaschinen rücken an. Geheimnisvolle Geräusche kommen von den hinteren Käfigen. Dennis Hochgräber hat seine Tiger heute tagsüber ausgesperrt. Moin, moin. Ja, wir haben jetzt endlich mal nach langer Zeit hier angefangen, so ein bisschen die Innendekoration neu zu gestalten. Wir haben das alles so ein bisschen in die Jahre gekommen und Tiger lassen natürlich auch ein bisschen Spuren an ihren Inneneinrichtungen und ist alles schon so ein bisschen morsch gewesen. Und zum Beispiel der Stamm hier, der war schon durchgebrochen, der hat das Gewicht vom Tiger nicht ausgehalten. Schwebende Baumstämme, alles für die Katze und den Kater. Ja, wir können mal rübergehen, wie es beim Tomak aussieht. Weil wir haben das ja hier so ein bisschen getrennt. Die Seite hier ist für den Tomak, für unseren Kater. Und die linke Seite hier ist komplett für die Mädels, für Akina und Bella. Die sind jetzt natürlich auch auf den Außenanlagen und kriegen das Ganze hier drinnen mit. Die sind neugierig. Gucken auch teilweise durchs Fenster in der Tür, was hier drinnen so passiert. Und deswegen bin ich selber gespannt, wie die sich nachher verhalten, weil ich auch das erste Mal jetzt hier mitmache, dass wir hier neue Einrichtungen reinpacken. Und ich weiß selber nicht, wie die sich verhalten. Viel Aufregung am frühen Morgen. Für die Katzen Akina und Bella. Und für Tomak, den Kater. Ja, jetzt bei dem ganzen Krach ist denen das auch nicht geheuer. Ich hoffe mal, die kommen heute Abend rein. Aber die gucken sehr, sehr skeptisch und aufmerksam. Derweil in Gondwana. Bei den Tapiren, da macht sich Timo Gessner große Sorgen um den Bullen. Hey, Kopashi. Nicht erschrecken, nicht erschrecken. Ist natürlich jetzt hier ein bisschen Dschungel im Stall. Die Gärtner waren so nett. Weil der Kopashi hat jetzt vorher ganz schlecht gefressen, die Tage. Und an die Grünpflanzen aus der Halle ist er dran gegangen. Und da habe ich natürlich jetzt mal hier ein bisschen den Stall in den Dschungel verwandelt, damit er überhaupt was frisst. Hans Heu ist da nicht mehr gegangen. Kopashi hat seit Tagen eine dicke Backe. Das Kauen tut ihm offenbar weh. Heute geht's ihm schon etwas besser. Aber noch keine Entwarnung. Darf ich mal anfassen? Kann mir richtig schön jetzt reindrücken. Es war bretthart. Ja. Aber ja, und es scheint ihm, also zumindest wenn ich jetzt hier so reindrücke, es scheint eher angenehm zu sein, als dass es ihm wehtut, ne? Ja, ja. Dann schmiere ich ihn vorher noch mal ein, ne? Dann komme ich wahrscheinlich besser dran. So, bleib mal hier. Bleib mal hier. Doch was genau hat er bloß? Ja, man kann dem Zapi leider nicht so einfach ins Maul schauen, gerade nicht hier hinten. Also vorne sieht man schon ganz gut, aber wenn es sich um hier hinten dreht, das ist ein bisschen schwierig. Das war der Verdacht, genau, dass sich da irgendwas vielleicht eingespießt hat oder ein Zahn ein Problem hat. Genau. Und dann hat sich halt diese Schwellung entwickelt, was den Verdacht eines Abszesses verstärkt hat. Im Moment kann die Tierärztin nur das Leiden etwas lindern. Das ist jetzt das Schmerzmittel, was er übers Futter nicht mehr nehmen wollte. Was wir jetzt deswegen mit dem Blasrohr pusten müssen. Das ist aber gar nicht so einfach in diesem Dschungel. Kopashi kann sich gut verstecken vor dem Pustepfeil. Das Ameisenbär-Baby
ist jetzt 6 Wochen alt. Die meiste Zeit klebt es an der verschlafenen Mutter. Die aktiven Momente sind noch sehr selten. Ob das nur tagsüber so ist, das will Florian Ludwig nun rausfinden. Na, Hallöchen, Troller. Ja, wie immer sieht man nichts. Es gibt natürlich auch mal so Ausnahmen, wo sie dann mal ein bisschen aktiver wird. Aber das, wie jetzt, ist eigentlich fast der Standard tagsüber. Ja, also wäre einfach mal generell sehr interessant zu sehen, wie aktiv sie jetzt wirklich in der Nacht ist oder ob sie uns völlig überrascht und trotzdem nach einer Stunde wieder pennen geht und dann bis zum nächsten Morgen durchschläft. Genau, das wäre echt mal interessant zu sehen. Lässt sich einrichten. Mit 2 Überwachungskameras wollen wir Mutter und Kind nachts bespitzeln. Vielleicht ist ja dann mehr los, wenn kein Pfleger guckt. Mal schauen. Wenn Florian später Feierabend macht, werden die Kameras ihren Dienst aufnehmen. Anja Lange-Garbotz wartet auf einen guten Moment, um Kopaschi zu erwischen zwischen dem ganzen Grünzeug. Ach, es tut mir leid, es war nicht meine Absicht, dass er sich jetzt hier hinpackt. Es ist zumindest mal drin und es hat sich entladen. Aber es ist nur ein Schmerzmittel. Die Ursache für die dicke Backe ist unklar. Genau. Forschung im Tapirschleim. Am besten versuchen, nicht den Boden zu berühren, also die obere Schicht zu nehmen. Ja. Boah. Es wäre gut, 2 zu haben. Ja, eine Schleimprobe soll ins Labor geschickt werden. Das ist okay, das ist ausreichend. Dann lasse ich euch den noch mal hier. Ja, falls ihr am Maul noch mal schön reingefasst. Am Maul noch mal was findet, dass ihr dann direkt einfach, oder wenn ihr reinkommt, dass es sogar echt so ein bisschen von innen ist. Ich kann es gerade mal versuchen, aber jetzt werden wir mal schauen, was hierbei rauskommt, ob wir da noch systemisch was für ihn tun können. Mal gucken, was wir vielleicht so machen können, ohne ihn legen zu müssen. Das ist natürlich in unserem Sinne, so hinzukriegen. Vielleicht kommen wir drumherum, also um einen größeren Eingriff. Nach der Visite darf der Patient raus. Fürs Heu gibt's da noch mehr Ersatzfutter. So, wir haben jetzt hier zurzeit fast allen Grünschnitt aus der Halle gekriegt, glaube ich. So, Kopaschi, kommst du raus, wenn du willst. Natürlich will er. Das war mir wichtig, dass er trotzdem raus kann und dass er Bewegung hat und dass er in sein Badebecken kann. Das liebt er ja. Von daher die Absperrung. Jetzt kann ich ihn trotzdem rauslassen. Keiner frisst ihm das Futter weg. Und er hat ein bisschen mehr Ruhe jetzt, sage ich mal. Als Patient braucht man ein bisschen Sonderbehandlung. Nur seine Partnerin Leila, die darf gerade nicht zu ihm. Würde ihm alles wegfuttern. Also heute war jetzt das letzte Mal, dass er das Schmerzmittel kriegt erstmal. Und da bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, wenn das Schmerzmittel aufhört zu wirken, ob er trotzdem noch gut frisst oder nicht. Abwarten. Also er lag die letzten Tage wirklich nur rum. Von daher, dass er jetzt so aktiv ist, das ist schon mal toll, toll zu sehen. Kopaschi ist so ein lieber Kerl, dem kann man nur das Beste wünschen. Und vielleicht kommt er um eine OP herum. Denn so eine Vollnarkose, die ist sehr riskant. Abends bei den Amur-Tigern. So, dann schauen wir mal, was die kleinen Miezekatzen so zu unserer neuen Einrichtung sagen. Ich habe heute zufälligerweise Langdienst. Das heißt, ich bin einer der Letzten, der die Ehre hat, hier noch zu arbeiten und die Tiere einsperren darf. Und jetzt werden wir mal gucken, was der Tomak dazu sagt. Ja, das ist Akina, unsere junge Dame. Die ist schon heiß, würde ich sagen. Die wird wahrscheinlich auch gleich reingeflitzt kommen. Na gut, dann. Und Tomak? Der auch? Auf Flots geht's los. Ohren sind angelegt. Komm rein, Dicker. Alles gut. Sieht alles neu aus, ne? Oh Gott. Ein neuer Baumstamm. Komm, du Schisser. Neue
Gestaltung, neue Gerüche und so weiter, ist das natürlich ein bisschen, dass man ihm da Zeit geben muss. Aber auch der wird sich's überlegen, denn drinne lockt natürlich auch noch das Futter. Das weiß der auch. Der hatte jetzt 2 Tage nichts zu fressen. Von daher knurrt der Magen. Was gibt's denn heute zu essen? Das sieht gut aus. Heute gibt's Fleisch. Auch noch sein Lieblingsessen. Komm, Dicker. Was ist denn los? Hm? Ist doch gut. Komm rein. Tomak. Du alter Schisser. Vielleicht hilft's ja. Nase weg. Wenn man ihm die Beute direkt vor die Nase legt. So, das sollte für ihn sichtbar sein. Mal sehen, ob der Hunger ihn reintreibt. Hast du das Stück Fleisch noch nicht gesehen? Hm? Passiert doch nichts. Komm, los. Sonst hole ich erst die Mädels rein. Die stellen sie nicht so an. Du bist eine Pfeife. Na gut, Planänderung. Also doch erst die Mädels. Akina und Bella. Da kann der Tomak sich mal ein Beispiel dran nehmen. Ja, man kann jetzt genau sehen, dass sie zwischen neu und alt auch unterscheidet. Ne? Also von der Nase her, die Alten sind völlig uninteressant. Und alles, was neu ist, da ist sie dran interessiert. Die Katzen, total entspannt. Und der Kater? Tomak, dein großer Auftritt. Die Mädels haben es vorgemacht. Tja, wenn man jetzt wüsste, was da in so einem Tigerkopf los ist. Los, komm. Scheuerkater. Traut dem Braten nicht. Gut, dann werde ich ihm mal ein bisschen Zeit geben. Doch plötzlich. Oh Gott, oh Gott. Nimmt Tomak seinen ganzen Mut zusammen. Der Tomak ist in seiner Box. Er ist ganz schnell durchgerannt. Bloß nicht links und rechts gucken, was da Neues ist. Er guckt auch ganz skeptisch. Er hält wohl noch nicht so viel davon. Er ist jetzt natürlich doof gelaufen. Ich habe sein Futter extra rausgelegt, damit er reinkommt. Es lag vorher in der Box, ist jetzt ein bisschen gemein, aber da muss er jetzt durch. Ja. Armer Scheuerkater. Am nächsten Morgen bei den Ameisenbären. So, schauen wir mal. Gut. Würde mich jetzt echt mal interessieren, was los ist. Ja, das gleiche wie immer. Meistens ist wenig los im Ameisenbär-Wochenbett. Die Mutter gerade aufgewacht, das Kind döst noch auf dem Rücken. Also alles fast wie immer. Ja. Gut. Würde sagen, gucken wir nach, was nachts war. Weil würde mich jetzt echt mal interessieren, was in der Nacht abgegangen ist. Also ich tendiere ja dazu, dass sie das Gleiche macht, was sie tagsüber auch macht. Ne? Na, Schlafen. Oder sie überrascht uns, man weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht. Ich tendiere ja zum Schlafen. Also irgendwie erlebe ich sie ja nur noch schlafend. Kinder kriegen scheint anscheinend anstrengend zu sein. Ja. Und Kinder zu haben. Aber so Menschenmütter können nicht immer schlafen, ne? Das kann ich nicht beurteilen. Bist du keine Menschenmutter? Weder Mutter noch Vater. Ja, immerhin. Weder das eine noch das andere. Man hört ja sowas. Na, dann schauen wir mal. Gucken wir mal, was wir so finden heute. So. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Sehen Sie? Äußerst spannend. Es steht, wow. Steht und guckt. Vielleicht denkt sie gerade. Was könnte ich tun? Stehen. Stehen und gucken. Oder vielleicht doch wieder hinlegen? Guck mal, sie schläft. Wow, ja gut, Film ist auch, nee, ist noch nicht vorbei. Du kannst es ein bisschen beschleunigen. Beschleunige mal, ob sie noch was anderes tut als schlafen. Nee, nicht da. Na, ach, warte, da. Was. Ja. Und dann hoch. Wow. Ja. Es tut, vor allem, was ist mit der los? Es wackelt ja noch nicht mal der Schwanz. Wenigstens wedelt der manchmal irgendwie. Sie schläft, ist auch zu Ende. Ja, gut. Also schön, hat sie sich also hingelegt. Okay, ist ja jetzt erstmal
nicht so der Brüller, also eigentlich so, wie wir es eigentlich tagsüber auch kennen von ihr. Ja. Doch während sich Florian und Lisa die Aufnahmen von der Nacht anschauen, erwachen nebenan Mutter und Kind unbemerkt zum Leben. Nur so viel hat das Kleine noch nie alleine herumgeturnt. Die Pfleger kriegen das gerade nicht mit. Aber auch auf dem Video von der Nacht, da tut sich langsam was. Na? Ameisenbär-Überwachungszentrale, auch ein gutes Wort. Ameisenbär-Überwachungszentrale. Oh, jetzt hat sie ja schon mal langsamer. Okay, das müssen wir noch mal kurz zurück machen. Das war jetzt... Na, hallo? So. Jetzt wird Mama genervt, jetzt wird am Arm rumgepult. Oh. Aufmerksamkeit! Wir haben genug geschlafen! Aufstehen, 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 aufstehen. Boah, ich klatsche gleich eine. Ja, genau, das denkt sie sich auch. Mama, 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 Mama. Kennst du das als Kleinkind? Gehst zu Mama? Mama, wach und dein Auge aufmachen? Nein. Hab ich als kleines Kind gemacht. Aber ansonsten bleibt die Nacht ruhig. Keine Ameisenbär-Partys. Ich persönlich hatte gehofft, dass man nachts vielleicht ein bisschen mehr Aktivität sieht, aber ich finde es halt schön, dass das Jungtier, dass es auch mal so ein bisschen für sich mal ein bisschen was macht, weil so weiß man wenigstens, okay, es liegt nicht den ganzen Tag unter Mama und pennt halt fröhlich vor sich hin, sondern macht auch mal ein bisschen was Eigenes und lernt schon mal ein bisschen was kennen. Ja. Gut. Okay. Wie Sie sehen, außer Spesen nichts gewesen. Aber die Ameisenbär-Überwachungszentrale funktioniert. Funktioniert. Und es war trotzdem mal schön zu sehen. Nebenan bei den Lippenbären, Rajana. Könnte bald Mutter werden. Langsam wird es ernst damit. Na, jetzt bekommt die Rajana ihre Suppe, die sie halt jeden Tag bekommt. Und die holen wir jetzt rein. Also die Cosima wird die reinholen. Machen wir gleich ein bisschen Lehrlingsausbildung. ja, dann wird sie ihre Suppe fressen, danach wird sie wieder rausgehen und dann wollen wir hier anfangen, ihren Stall zu verplanken und das macht sich besser, wenn sie halt draußen ist. Na dann. Katrin Fährmann und Lehrling Cosima wollen heute eine Bärenhöhle bauen. Aber erstmal Frühstück für die trächtige Lippenbärin. Die ist ein bisschen nervös. Geht immer bei Rajana. Nur die körperliche Bewegung, die kommt gerade etwas zu kurz. Ich verteile jetzt hier auf der Anlage Zuckerrübensirup, damit die Rajana gleich lieber rauskommt und dann hier auf der Anlage auch ein bisschen beschäftigt ist. Und so zwinge ich sie quasi auch ein bisschen, dass sie sich ein bisschen bewegt. Und dann mache ich den auch mal an höhere Stellen, damit sie eventuell auch mal ein bisschen sich anstrengen muss, um da dran zu kommen. Mal gucken, ob sich die angehende Bärenmutter anstrengt. Für die angehende Tierpflegerin ist das hier jedenfalls alles ganz neu. Ich habe noch keine kleinen Lippenbären gehabt. Tatsächlich bin ich auch noch nicht so lange hier im Revier. Das ist jetzt meine dritte Woche und ich hoffe natürlich, dass ich die auch noch mitkriege. Und ansonsten wechsle ich nämlich das Revier und dann kann es sein, dass ich die gar nicht so als Tierpfleger im Revier mitkriege, aber dann komme ich mal vorbei und gucke sie mir natürlich an, wenn sie groß genug sind. So, letzter Löffel. Fertsch. Fertsch. Also, Rajana wieder raus auf die Anlage. Die Bärensuppe ist längst ausgeschlürft. Für den Zuckerrübensirup interessiert sie sich heute gar nicht. Wohl zu viel Aufregung. Von drinnen kommen da so komische Baugeräusche. Was machen die Frauen da an ihrem Käfig? Bei den Elefanten ist die Stimmung gedrückt. Letzte Woche ist Tura gestorben. Aber nun will der Zoo nach vorne schauen. Und noch ein paar Geschenke mit. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Ein paar Leckerlis für die Damen. Thomas, Günther, Wildern, Chung und Rani besuchen gehen. Also Erdnüsse ist eigentlich, hat das nichts mit Ernährung zu tun, das ist eigentlich nichts für Elefanten, aber mal so eine Handvoll
das können wir verkraften. Ist lecker. Hallo Mädels. Hallo Rani. Guck mal, willst du was haben? Rani, die Tochter der verstorbenen Tura, wird bald selbst Mutter. Lass dich mal angucken. Da sieht man auch, dass sie relativ rund ist. Jetzt sieht man auch gerade, wie da an den Seiten sich das immer ausbeult. Also drin bewegt sich jetzt das Kind. Die ist ja momentan hochträchtig und das dreht und wendet sich. Also jede Mutti weiß ja, da kommt immer mal irgendwo eine Beule. Beim Elefant ist halt ein bisschen mehr. Also die hat jetzt schon ein Kind, was so 90 bis 100 Kilo schwer ist, so von der Zeit her. Also ist jetzt schon knapp am 600. Tag. Also ein bisschen Zeit sollten wir eigentlich noch haben. Aber wir bereiten jetzt trotzdem schon mal alles vor für eine Geburt. Und das wird ja jetzt das erste Mal in der Leipziger Geschichte quasi hier so eine freischwebende Geburt. Weil die Rani ist ja im Prinzip sozial jetzt relativ erfahren. Das ist jetzt eine schöne Konstellation, freuen wir uns, aber ist natürlich auch alles andere als ein Selbstläufer. Weil man darf nicht vergessen, es ist zwar ein zugeborener Elefant, die Geburten kennt, aber es ist eine Erstgebärende. Und Erstgebärende ist immer schwierig, weil die natürlich diese Erfahrung noch nie gemacht haben. Und wenn Schmerzen dazukommen, ist noch mal eine andere Liga. So, fummelt schön. Daumen drücken, dass es keine Komplikationen gibt. Jeden Tag könnte es losgehen mit der Geburt. Nach Rani. Wieder bei Rajana, der Lippenbärin. Sie muss noch ein bisschen draußen bleiben. So, was auf der Plan ist jetzt? Katrin und Cosima sind unter die Höhlenbauer gegangen. Alles für die anstehende Geburt. Weil die Lippenbären in freier Wildbahn ja auch Höhlen aufsuchen, beziehungsweise sich Erdlöcher graben, wo sie halt ihre Jungtiere bekommen. Und da ist es ja dann auch dunkel drin. Und das gibt denen ja auch eine Sicherheit. Denn also diese Höhlen suchen sie ja aus Sicherheitsgründen auf und versuchen das alles ein bisschen zu verheimlichen, dass halt kein anderes Raubtier kommt. Na, und das versuchen wir halt mit der Verplankung nachzuahmen. Auch das für Cosima eine willkommene Abwechslung im Lehrlingsalltag. Also ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr und im ersten Lehrjahr kommt man ja noch nicht zu Sicherheitsstufe 3 Tieren. Und da ich hier noch nicht so lange bin, ist das meine erste Bärenhöhle und ich bin auch ziemlich froh, dass ich das miterlebe. Also es macht schon Spaß, solche Sachen außerhalb der Regel zu machen. Es ist ja nichts Alltägliches. Fertig ist die Bärenhöhle. So, jetzt machen wir zu. Dann gucken wir mal, was die Kollegin dazu sagt. Gleich noch eine Sache für dich. Früher war es halt so, da hatten wir dann diese Klappen, dass man doch mal einen Blick reinwerfen konnte. Deswegen auch hier diese Plexiglas-Fenster, aber das ist jetzt eben nicht mehr notwendig, dadurch, dass wir die Kamera überwachen haben. Ja. Und rein in die Mutterstube hat schon ungeduldig gewartet die Rajana. Sie ist eben vom Charakter sehr, ja, sehr hippelig und sehr nervös und fängt dann eben schnell an, mal hin und her zu laufen, wenn irgendwas anders ist. Aber ein Bär ist wirklich ein extremes Gewohnheitstier und die wird sich dann schnell an die neuen Gegebenheiten gewöhnen und dann ist sie auch wieder ruhig. Und wenn alles gut läuft, könnte Rajana ihre Jungen zu Weihnachten zur Welt bringen. Ein ungewohnter Anblick bietet sich derzeit den Savannenbewohnern. Na, guck mal, hier, die Rotlichtlampen sind schon an. Rava und Buba. Da ist es ein bisschen mucklig. Die roten Bullen. Was sie bei den Nashörnern treiben, das erfahren sie in der nächsten Folge. Außerdem, welche Kräfte schlummern in Xembalo, dem Amur-Leoparden. Und immer noch Sorge um Kopashi. Das und mehr, wie immer, am Freitag bei Elefant, Tiger und Co. Also, bis dann.